Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Wir müssen jetzt hier weitersehen bei unserem Weg nach Epona. Und wir haben den Kompass bekommen, wir haben das Dokument bekommen und wir können nun den Pfad nach Epona finden. Und ja, ich glaube, ich weiß sogar eigentlich schon, wo er ist. Deswegen, ja, ich weiß nur nicht, ob wir direkt einfach dahin laufen können. Moment, ich muss mal das Interface wieder einblenden. Denn ich habe ja hier unten diese wunderschöne Anzeige. Und ich glaube, dass wir wahrscheinlich erst den Kompass überall mal hin tun müssen, wo uns dieser Weg hier hinführt, um dann erst ganz zum Schluss den Pfad zu finden. Zumindest denke ich, dass das so sein wird. Wir probieren es einfach mal aus. Ich bin ganz gespannt, wie das sich hier verhalten wird. Und ja, dann schauen wir einfach mal weiter. Wir müssen auf jeden Fall erstmal in die Richtung Grüntal. Genau, einfach mal so Quatsch. Mega querfällt ein. So, mal sehen. Ob ich denn da richtig bin? Ich habe absolut keine Ahnung gerade. Weil ich finde, das führt mich so extrem in die falsche Richtung. Beziehungsweise ja nicht richtig in die falsche Richtung, aber ich würde jetzt doch eine andere Richtung einschlagen, so ein bisschen. Oh, hier ist schon wieder ein goldenes Ei in der Nähe. Yay! Nein, heute gehen wir nicht auf goldene Eiersuche. Nee, es ist doch nicht die falsche Richtung. Da war ich jetzt so ein bisschen auf dem falschen Fuß. Irgendwo hier, nämlich da hinten, ist, glaube ich, dieser Pfad. Zumindest hat mir das mal jemand von euch gesagt, dass man dorthin gehen muss. Ach, guck mal, die hat eine Quest da unten. Das wusste ich gar nicht. Ach, das ist wahrscheinlich nur die Ostereier-Quest. Schade. Ich dachte, da kommt jetzt noch was anderes. So. Einmal an der Mühle vorbei. Ach, man muss tatsächlich hier hoch. Ah, hier, siehst du? Da muss man nämlich bestimmt jetzt den Kompass hinlegen. Genau. Kompass, wo ist er denn? Kompass? Ach, da. Einmal hinlegen. Alles wird grün. Okay. Etwas passiert mit dem Kompass. Er beginnt sich sehr, sehr schnell zu drehen. Oh, goldener Kompass. Der Goldspurwächter befiehlt dir, die Richtung des zum geheimen Pfad zu weisen. Die Kompassnadel wird langsamer. Sie zeigt nun in eine neue Richtung. Der Kompass wird unten auf der Karte angezeigt. Achso, ja, das wissen wir schon. Alles klar. Müssen wir tatsächlich weitergehen? Sieht aus, als wenn wir noch weitergehen müssen. Okay, dann gehen wir mal hier weiter noch ein Stück. So. Und der zeigt halt da lang. Okay, da komme ich mit dem Pfad jetzt gleich weiter. Zumindest so halbwegs. Glitzert das da? Manchmal erkennt man das echt schwer. Wenn ich nicht schon total falsch bin. So, jetzt wäre es theoretisch wieder richtig. Hier so. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, wir reiten wieder einen super tollen Weg. Einfach querfeldein. Ja, tatsächlich, da glitzert das. Da ist das nächste. So, ist es auch wieder... Ja, ist es wieder grün? Okay. Ja, das müssen wir jetzt nicht lesen. Das kennen wir nun schon. Okay. Weiter geht es in die Richtung. Ja, dann hätten sie uns wirklich gleich den Weg zeigen können. Das wäre viel einfacher gewesen. Halt nicht so schnell. Ich weiß jetzt nicht, ob hoch oder runter. Oder einfach mal hier so hoch. Ist bestimmt falsch hier hoch. Ja, ich muss hier runter. Okay. Och, jetzt stell dich doch nicht so an. Das ist doch nicht hoch hier. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Keine Sorge. Keine Sorge. Och Mensch, na gut. Müssen wir eben wieder hier runter.
Oh, wenn das nicht so lecken würde heute hier. Halt, halt. Das kann doch nicht, das muss doch da oben irgendwo sein. Das ist doch Quatsch, wenn ich jetzt hier runterschlittere. Ich glaube kaum, dass SSO da so einen Weg gemacht hat. Na los! Also heute regt mich das schon alles so ein bisschen auf, wenn die Pferde so einen kleinen Mini-Berg nicht raufkommen. Das finde ich echt teilweise ein bisschen... Und ich hasse es manchmal, wenn ich was nicht finde. Auf der Seite? Nee, hier ist auch nichts. Ja, wir rutschen nochmal runter. Weil es so schön war. Nein, ich bin auch noch unten angekommen. Das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich auch noch unten angekommen und hänge wahrscheinlich fest. Oder wir rutschen einfach mal so rüber. Okay, hier ist also ein Weg runter. Schön zu wissen. Und hier muss ich tatsächlich hin. Das gibt's ja nicht. Sowas. Oh Gott, diese Musik. Oh, komme ich hier doch einfach so hoch? Den Pfad hier kenne ich noch gar nicht. Aber er gefällt mir. Ja, der gefällt mir eindeutig. Jetzt bin ich aber einmal hin und her geführt worden. Wie verwirrend. Ja, von hier komme ich doch. Also, was ist das denn für ein Quatsch? Wirklich. So was. Einmal in Kreis geführt, dass wir wieder zurück können zum Grüntal wahrscheinlich. Okay, wieder zurück zum Grüntal. Ach, hier. Alle, für alle die, die das schon gemacht haben, ihr könnt mir ja sehr, sehr gerne mal in die Kommentare eure Meinung dazu schreiben. Habt ihr auch gedacht, hallo, wollt ihr mich irgendwie verarschen? Dass ich da einmal hin und her laufen muss. Na, jetzt wieder in die andere Richtung. Aber nee, da müsste ja irgendwo dann der Pfad kommen, oder? Anforderung erfüllt. Na, mal gucken, wie weit das noch hier geht. Okay, es geht weiter. Hier sollte dann... Oder sind wir da schon vorbei? Ach, warte mal. Da, andere Richtung. Okay. Andere Richtung. Oder das ist direkt dann hier. Oder da oben drauf vielleicht. Ich bin jetzt unentschlossen ein bisschen. Da komme ich ja noch nicht hoch. Warte, guck, jetzt sagt er nämlich wieder, das geht da lang. Hallo? Hier irgendwo an der Seite vorbei? Hier so? Das wäre aber sehr komisch. Geht da vielleicht, geht da tatsächlich so ein kleiner Pfad hoch? Hier ist tatsächlich irgendwie so ein Pfad. Aber der endet hier. Okay. Das ist dann falsch. Aber überhaupt lustig, dass hier so ein Pfad ist. Dann habe ich wieder mal keine Ahnung, wo ich hin muss.
Ja, da muss ich jetzt erstmal irgendwie wieder drüber kommen wahrscheinlich. Muss ich denn doch da irgendwo rauf? Da oben? Weil man kommt da ja rauf. Nee, das wäre aber zu komisch, wenn das funktionieren würde. Da ist auch nichts. Von da komme ich auch nirgendwo hin. Und da wird es mir auch schon wieder angezeigt, gehen die andere Richtung. Ach, Mann, Mann, Mann. Geht's dann da lang? Aber hier ist doch kein Pfad oder sowas. Ist doch Quatsch. Oh nein, ich hasse es, wenn ich nicht weiß, wo lang. Wirklich, ich hasse das. Ich müsste so theoretisch da oben rauf, aber... Keine Ahnung, da kommt man doch gar nicht rauf. Das geht doch gar nicht. Das geht nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich werde den letzten Stein nicht finden. Tschüss, Epona. Ich werde nie zu dir kommen. Kann man da rauf? Oh, warte mal. Kann man hier tatsächlich hoch? Ich bin hier noch nie irgendwie... Oder habe auch noch nie versucht, hier so hoch zu kommen. Das geht wahrscheinlich nicht. Aber probieren kann man es ja mal. Ich will da ganz oben hin. Nee, das geht. Das ist viel zu steil hier. Lauf. Lauf, Pferdchen. Hier irgendwo. Hier war ich tatsächlich auch noch nie. Guck mal, hier ist ja schon mal die Mauer, wo ich nicht hinkomme. Dann ist das schon mal falsch. Vielleicht muss ich einfach erstmal weiterlaufen. Ach, dass es immer so kompliziert sein muss manchmal. Bestimmt ist es auch eigentlich ganz einfach. Nur ich mache es wieder total kompliziert. Das kenne ich doch schon. Sowas kenne ich doch. Ich mache es doch gerne mal komplizierter, als es eigentlich ist. Warum leicht, wenn es auch kompliziert geht? Ja, normalerweise andersrum. Normalerweise heißt es, warum schwer, wenn es auch leicht geht? Ich mache es gerne mal andersrum. Wirklich nicht hier hoch? Nee. Das funktioniert nicht so richtig. Tja, ich würde sagen, ich reite einfach mal ein Stückchen weiter. Und guck, ob man von dort aus dann irgendwie die Richtung wechseln kann. Weil ich jetzt voll in die falsche Richtung eigentlich laufe. Weil hier sollte ja irgendwo, glaube ich, der Pfad sein, oder? Wenn ich so hier erstmal hochgehe, dann bin ich ja wieder in der richtigen Richtung. Warte mal, warte mal. Oh Gott, wo treibe ich mich hier überhaupt rum? So, da wollte ich eigentlich hoch, aber da ist ja nichts. Warte mal. Nee, da komme ich doch auch gar nicht hin. Ja. Gute Frage. Werde wahrscheinlich 10.000 Stunden hier suchen. Weil dorthin komme ich auch wieder nicht. Ich seid hier echt blöd rum. Aber es ist schön hier. Ich mag den Wald. Ein sehr, sehr schöner Wald. Hallo. Ich meine, jetzt bin ich doch theoretisch schon wieder voll richtig. Oh, oh. Ups. Ja, ich hätte, wäre eigentlich total gerne da rüber gegangen. Nochmal. Nochmal das Ganze. Da ist ja der Baumstamm. So, nun? Mein Gwendolyn sucht hier wahrscheinlich auch. Nee, die hat sich ausgelockt. Okay. Das zeigt mir aber trotzdem immer an, dass ich da so hin muss. Aber da kommt man doch gar nicht hin.
von der Seite da hinten irgendwie? Moment, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Nee, da war... Oder war ich da schon mal irgendwo? Oh Mann! Ich weiß nicht weiter. Ich weiß einfach nicht weiter. So, nachdem ich mich gewundert habe, wo es denn lang geht, habe ich nochmal geschaut und habe nochmal richtig gelesen. Ja, der Kompass hat sich ja nun aufgehört zu drehen. Mann! Das kommt, wenn man das einfach so alles durchklickt. Und ja, wir können nun zurückkehren zu Herman. Obwohl der Kompass immer noch da angezeigt wird. Und das wundert mich so ein bisschen. Theoretisch dürfte das jetzt nicht mehr sein. Wo gehen wir denn hin? Jala Heimfeld. Und dann gucke ich mal, ob Herman schon was zu sagen hat. Denn eigentlich hätte das der letzte Stein sein müssen da oben. Und den haben wir ja nun gefunden. Schauen wir mal. Aber vielleicht sagt der Kompass ja sowieso die ganze Zeit, wo es lang geht, solange man ihn trägt. Das könnte ich mir halt auch noch vorstellen. Und sobald wir den Kompass halt abgelegt haben, dann wird es nicht immer angezeigt, wo dieser Pfad ist. Denn das wäre wirklich das Einzige, was ich jetzt... Oh, ich muss ja... Quatsch, vom lauter Gerede habe ich vergessen, dass Herman ja da hinten ist. Ja, das kommt, wenn man das alles so ein bisschen zu schnell wegklickt. Hab mir meine Aufnahme nämlich nochmal angeschaut. Und da stand etwas anderes, als wie ich gedacht habe. Aber auch gut zu wissen. So, wir bleiben mal im Blumentopf stehen, parken da unser Pferd. Schön. Wie so ein komischer Pegasus, nur mit Federn. Okay, siehst du? Tatsächlich. Hallo Mandy, wie läuft's? Hast du den geheimen Pfad gefunden? Das sind fantastische Neuigkeiten. Gute Arbeit. Dann sind wir fast soweit, um nach Epona zu reiten. Wir müssen jetzt sofort los, Mandy. Ich muss nur noch ein paar letzte Dinge erledigen, bevor wir los können. Herrje, das ist so viel. Kannst du mir vielleicht helfen? Danke, das ist Ewigkeiten her, seit ich auf Reisen wie diese ging. Und das Grautalgebirge ist bekannt für sein raues Wetter. Nachdem wir aber den Berg hinabgestiegen sind und die zwei Flüsse, die durch nach Epona fließen, erreicht haben, der Vollmondstrom wird den Epona-Fluss... Was? Der Vollmond... Strom und den Epona-Fluss wird es ab dort warm sein. Immer. Das Wasser dort kommt aus einer heißen Quelle, die sich tief im Berg verbirgt und macht Luft und Wasser viel wärmer als gewöhnlich. Ja, du, da ist es nicht einfach alles für eine Reise, bei der man Wintersachen und Badekleidung braucht zu packen. Mandy, kannst du meine Winterkleidung und Badesachen holen? Ich habe gestern alles gewaschen, aber vergessen, die Kleidung von der Wäscheleine zu nehmen. Super, hole die Kleidung und dann können wir los. Okay, wo ist denn die Wäscheleine? Irgendwo draußen? Ich habe noch nie gesehen, wo hier eine Wäscheleine sein soll. Achso, noch weiter weg. Okay. Wäscheleine? Ernsthaft, ich habe noch nie gesehen, dass hier irgendwo eine Wäscheleine sein soll. Oder ist es das da? Ah, tatsächlich da ganz hinten. Ach so. Das ist hier ganz hinten, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Kleidung 1, Kleidung 2 und Kleidung Nummer 3. Da muss er mal über den ganzen Hof gehen, um die Wäsche aufzuhängen. Das ist ja auch blöd. Also für ihn ist das blöd. Naja, gut. Gut, dass wir hier nicht wohnen in Jalaheim, sonst hätten wir auch so weite Wege zurücklegen müssen. Okay, zieh dich an. Auf geht's. Wunderbar, hier sind meine Badehose und Winterjacke. Also dann, Mandy, ich denke, wir sind dann bereit, uns auf den Weg nach Epona zu machen. Ich habe alles gepackt und bin startklar. Reite einfach zum Anfang des geheimen Pfades. Wenn du dort bereit bist, sagst du, was los ist. Gut, ich setze mich hinten auf Baby Diamond. Jetzt komm, Mandy, wir haben keine Zeit zu verlieren. Reite mit Herman zum Anfang des geheimen Pfades, der über das Grautalgebirge führt. Okay, Heimann sprintet durch die Tür und springt auf dein Pferd. Tatsächlich, da sitzt er schon. Ja, ich würde aber sagen, das werden wir dann auch erst in der nächsten Folge machen. Ich bin sehr gespannt, wie die Reise nach Epona werden wird. Und damit sage ich euch, bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen.